Servus Leute, Avocado TV hier. Meine Adjektive sind nach wie vor wunderbar, brillant und einzigartig. Im heutigen Segment meiner Interviewreihe Interview mit dem Teufel geht es noch einmal um die mysteriöse Frage danach, was eine Frau ist. Auf geht's! Okidok. Okay, lass mal laufen. Dann lass ich laufen. Jo, und Action. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm-hmm. No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context. So I'm not a biologist. The meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my work as a judge, what I do is I address disputes. If there's a dispute about a definition, people make arguments, and I look at the right. law and I decide. Well, the fact that you can't give me a straight answer about something as fundamental as what a woman is underscores the dangers of the kind of progressive education that we are hearing about. What message do you think this sends to girls who aspire to compete and win in sports at the highest levels? Senator, I'm not sure what message that sends. If you're asking me about the legal issues related to it, those are topics that are being hotly discussed, as you say, and could come to the court. Ja, und das ist eigentlich sogar noch eine Nummer härter als die Geschichte mit Matt Walsh. Weil es ist eine Sache, die Uni-Leute, eine ganz andere Sache ist es, eine Nominierte für den obersten Gerichtshof. Ja. Und das genau ist mir auch dabei aufgefallen. Also wir haben es hier mit einer Nominierten für den obersten Gerichtshof und sie ist nicht in der Lage, einen so elementaren Begriff zu definieren. Naja, ich sehe es ähnlich wie bei deinem Kurzkommentar. Ja, ich weiß. Sie ist schon in der Lage, nur sie weiß halt, sie kann und darf halt nicht, weil sie dann von ihrer Bubble zerrissen wird. Was ist eigentlich schlimmer? Dass man es nicht definieren kann wegen der eigenen Bubble oder dass man es nicht will? Ich würde fast sagen, dass man es nicht kann. Meinst du? Ja, nein, ich meine, was ist schlimmer? Dass man es nicht definieren will, wegen dem Backlash von der eigenen Bubble? Oder dass man es tatsächlich nicht kann? Also ich meine, dass man es nicht will, weil das ist, wenn man es nicht will, dann hat man ja zumindest selber für sich, weiß man, dass man Schwachsinn labert und das ist viel schlimmer als Leute, die das wirklich glauben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Also, was ich mir an der Stelle gewünscht hätte, das wäre noch eine Folgefrage. Sowas wie, okay, können Sie mir definieren, was eine Frau ist? Antwort lautet, nein, kann ich nicht. Ne? Und dann hätte ich anstelle der blonden Frau, die Fragen stellt, hätte ich gefragt, sind Sie eine Frau? Stimmt. Denn dann hätte es ja auch wiederum nur zwei Möglichkeiten gegeben. Sie sagt ja oder nein. Und wenn sie ja antwortet, dann würde ich fragen, okay, woher können Sie wissen, dass Sie eine Frau sind, wenn Sie nicht einmal definieren können, was das Wort Frau heißt? Ja. Das hätte an der Stelle so schön gepasst. Stimmt. Ja, das hätte an der Stelle so schön gepasst. Und ich würde auch sagen, man sollte sich solche Fragen bereithalten. Weil die ja immer wieder in diesen Dialogen auftauchen. Mhm. Ja. Und was ich auch interessant fand an der Stelle, okay, das wäre jetzt ein kleiner Spoiler für das eine Video, egal. Sie sagt ja, ich bin kein Biologe und weil ich kein Biologe bin, kann ich ja auch nicht definieren, was eine Frau ist. Als sei das abhängig vom Expertenwissen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, von deiner Seite noch was?
Ja, ich bin kein Meteorologe. Ich kann nicht wissen, ob es jetzt regnen wird oder nicht. Genau, es regnet in Strömen. Es regnet in Strömen. Ja, woher soll ich wissen, was das jetzt ist? Ich bin kein Meteorologe. Oh, also was das für eine kranke Idee ist, die dahinter steckt. Mhm. Wie ist denn der aktuelle Stand überhaupt? Wurde sie jetzt eigentlich, ist der Prozess schon abgeschlossen? Ist sie jetzt schon vom Senat abgesegnet als neue Richterin oder ist das noch in der Schwebe? Fragen wir doch einfach mal Google. Also die heißt Fine Woman. Ah, hier steht's ja. US Supreme Court Nominee Ketanji Brown Jackson. Ja, ich schätze, da kann uns Google aushelfen. Aha. Ketanji. Magst du mal nachgucken? Ja, bin schon dabei. Ketanji Brown Jackson. Oder Wikipedia. Am 7. April 2022 bestätigte der US-Senat ihre Ernennung mit 53 zu 57. Die formelle Einführung in ihr Amt wird zum Anfang des nächsten Gerichtsjahres, also im Oktober 2022, erfolgen. Also sitzt sie jetzt dann tatsächlich ab Oktober im obersten Gerichtshof? Ja. Die Frau, die nicht definieren will, was eine Frau ist? Ja. Super. Das kann ja beste Gerichtsentscheidungen nach sich ziehen. Ja. Sie wird dann die erste schwarze Frau sein, die dieses Amt bekleidet. Okay, da stellt sich für mich die Frage, wenn alle Menschen gleich sind, sowohl Männer als auch Frauen, als auch schwarz, als auch weiß, inwiefern ist es dann etwas Besonderes oder Erwähnenswertes zu sagen, dass eine schwarze Frau Richterin wird? Und inwiefern stimmt das denn überhaupt, dass sie eine Frau ist? Weil sie konnte es ja selber nicht definieren. Das sind die nächste Frage. Zu geil, zu geil, zu geil. In was für einer Clownswelt wir leben. Jupp, aber das passiert halt eben mit linker Identitätspolitik. Ja. Und die gute Marsha Blackburn, die Senatorin, ist eine Republikanerin, die sie gefragt hat, darf ich auch nicht dran denken. Vor Jahren, also vor Trump noch, da mochte ich die überhaupt nicht, weil ich war ja auf Bernies Seite. Ich komme ja tatsächlich von Bernies Ecke. Ja, hattest du mal erwähnt, ja. Und inzwischen, ja doch, sie macht sich, Frau Blackburn. Ja, immerhin stellt sie richtige Fragen. Ja, aber das hätte sie sich doch, glaube ich, auch nie träumen lassen, dass sie mal irgendwann in ihrer beruflichen Tätigkeit als Senatorin eine andere Frau fragen muss, was ist eigentlich eine Frau? Es hat schon eine gehörige Portion Comedy, ja. Ja, heutzutage so schreiben sich die Witze von selbst. Ja, wenn es nicht so erschreckend wäre. Ja. Wie gesagt, diese Frau Richterin wird demnächst Macht haben. Und da kann es einem schon kalt den Rücken runterlaufen. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wir haben das Teil noch nicht erreicht, ist meine Einschätzung. Ja, das sehe ich ähnlich, weil jedes Mal, wenn wir denken, es kann nicht launiger werden, wird es launiger. Ja. Ja, den Effekt hatte ich auch schon einige Male. Und von daher, wollen wir das nächste? Oder? Ja, also ich wäre hier durch, ja. Dann sind wir bei... Nächste. Okay, am Stück durch, alles klar. Dann drücke ich auf Start. Jawohl. What if a man decides that his gender identity is woman? A woman has its own duty and a man has its own duty and a lady cannot duty the duty of a man and a man cannot do a duty of a woman. Can a man become a woman? No. No? No. What about a transgender? Transgender? No. No? It look like if you want to become a lady but you're a man, you have something wrong in something your wrong. Mind. Something wrong in your family, something wrong in you. What about if someone was non-binary?
Come again? Non-binary. Uh-huh. Do you know, like non, like someone is. You're not a woman, you're not a man. Yeah, someone's like, someone is neither. There's something else. Is that? Idiro, aman na yu, kide mair na yole peria guan topis. He's saying we have never seen things like those. For a man, he has a penis. For a woman, he has a vagina. So we know this is a lady, this is a man. What if it's a woman with a, what if it's a woman with a penis? Both. Is that? Kide mair na vegeren giro. People are laughing. Is that a dumb question? Interessante Eindrücke, oder? Yep. Der arme Dolmetscher, tut mir leid. Ich finde es ja bemerkenswert, wie Matt sich unter Kontrolle hält in der Situation. Ich würde mir rechtlich blöd vorkommen. Mhm. Und ich will auch nicht wissen, was die anderen da über seine Fragen so denken. Und was ich auch interessant fand, war ja, es heißt ja von Seiten der Linken häufig, okay, wer dieses Transgender und Non-Binary und so nicht mitmacht oder in Anführungszeichen nicht verstehen will, ja, der ist zurückgeblieben, der ist ewig gestrig. Mhm. Würden die Linken das auch über den Maasai-Stamm sagen? Ich denke mal nicht. Wie kommt das nur? Tja, weil die auf der Opferpyramide halt einen anderen Rang einnehmen. Da macht man halt eben Zugeständnisse. Und da haben wir wieder dieses Schizophrene. Ne? Genau. Also zunächst mal, es gibt keine Rassen. Und dann gilt aber wiederum, alle Rassen sind gleich. Und dann gilt aber wiederum, manche Rassen sind noch gleicher. Genau. Und das ist halt wieder dieser ganz eigentümliche linke Rassismus. Das sind die noblen Indianer oder das sind die Schwarzen oder die Muslime, die können sowas, die sind noch nicht so weit fortgeschritten, auf die muss man Rücksicht nehmen, für die muss man Verständnis haben, für ihre, wie sagst du, rückwärtsgewandten ewig gestrig, genau. Das ist ja dieser politische Schlagbegriff, der in dieser Richtung häufig auftaucht. Genau, weil das ist ja auch eine Art von Rassismus, wenn man sagt, die können es einfach nicht, die wissen es einfach nicht besser. Mhm. Ja, das ist der Rassismus der geringen Erwartung. Genau, ja. Genau das, ja. Und wie immer merken sie natürlich nicht, dass sie selber einen Rassismus betreiben, ja. Die Linken. Ja. Oder sie definieren den Begriff einfach so rum, dass dieser Begriff von seiner ursprünglichen Bedeutung größtenteils oder ganz schon entkoppelt ist. Ja, das ist ja sowieso schon seit Ewigkeiten. Das ist ja genauso wie mit Nazi und diversen anderen. Nazi, Sexist, Rassist, diese Begriffe haben noch heute jeglichen Wert verloren. Das war früher mal ein richtig harter Vorwurf, wenn jemand zu einem gesagt hat, du bist ein Rassist. Heute ist das, ja. Heute sind Rassisten, wie war das nochmal, weiße Frauen, die Dreadlocks tragen und so. Genau. Das Thema hatten wir ja auch. Die Sache mit der kulturellen Aneignung. Ja, kulturelle Aneignung. Aber auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen. Ja, vor allen Dingen, wenn man das wirklich mal durchexerzieren würde, dann dürften dann eben die Dreadlock-Tragenden, also die das dürfen, die dürften dann halt keinerlei der Erfindungen, die der weiße Mann im Laufe der Zeit erfunden hat, dürften die halt alle nicht benutzen. Aber auch das geht ja schizophrenerweise wieder nur in eine Richtung. Ja, yeah, eben. Und was ich auch interessant war, das war ja, dass der Übersetzer von den Maasai, dass der eine Möglichkeit gefunden hat, Non-Binary und Trans zu übersetzen. Stimmt. Vor allem diese Vorstellung, wie wir ja gehört haben, ganz eindeutig, existiert ja in der Kultur der Maasai gar nicht. Ja. Ja, versuch mal einen Begriff, der in der eigenen Kultur gar nicht existiert, zu übersetzen. Ja, und ich meine, es ist ja ein Kunstbegriff auch. Also, ja, natürlich, natürlich. Und by the way, diese Kunstbegriffe werden auch genau von den Leuten gemacht, die uns erzählen wollen, die bisherige Gesellschaft wäre ein künstliches soziales Konstrukt.
Wie viele Fälle von Schizophrenie haben wir jetzt schon gefunden? Ich habe gar nicht mitgezählt. Ja, das ist jede Menge. Und wenn wir noch tiefer bohren, da finden wir wahrscheinlich noch mehr. Jawohl. Weil mit Logik und Wissenschaft und Evidenz und solchen Sachen oder gar Evolution braucht man den Leuten nicht kommen. Weil der Masai hatte doch recht, als er am Anfang sagte, es gibt Duties, die Männer machen, es gibt Duties, die nur die Frauen machen können. Und, ja. Und so ist es nun mal. Ja. So ist es von der Natur festgelegt. Punkt. Ja, und das erzähl mal in unseren breiten Kreisen einem linken College-Studenten. Ja, daran sieht man halt, man kommt heute aus der Uni dümmer raus, als man reingegangen ist. Ja. Also ich würde mir heute, wenn ich in den USA lebe, naja, oder hier ja mittlerweile auch, und in dem entsprechenden Alter wäre, also ein bisschen jünger, würde ich mir einen klassischen handwerklichen Beruf suchen. Ja. In der heutigen Zeit. Mhm. Ich meine, ich gehöre auch zu denjenigen, die damals, als es Richtung Studium ging, also beziehungsweise nach dem Abi, was will ich denn überhaupt machen? Ich gehörte ja auch zu denen, ja, irgendwas mit Medien. Was ja quasi... Und habe dann halt entsprechend Literaturwissenschaft, Anglistik, Germanistik studiert. Ja. Aber klar, mit Handwerk, da hätte man natürlich viel mehr und viel bessere Chancen. Vor allen Dingen heutzutage, wo, wenn du nicht auf der linken Linie bist, ich meine, wenn du auf linker Linie bist, da wirst du ja, da kommst du in irgendeiner NGO unter, ob das beim Korrektiv oder sonst irgendwo ist, da wirst du ja finanziert fürs mehr oder weniger nichts tun. Und was ich auch interessant finde, es gibt unendlich gepushte Produktionen von hier von Korrektiv und was nicht alles. Und dann gibt es auf der anderen Seite YouTuber, die im Alleingang mehr Klicks, mehr Reichweite, mehr Likes generieren. Obwohl die kein ganzes Team hinter sich haben. Ja, ist das nicht bei den meisten Funkkanälen so? Ja, dass die von diversen Kanälen aus unserer Bubble locker überflügelt werden? Ja. Das ist eben so eine kleine White Pill, wenn auch nur eine kleine, ne, dass die Wahrheit halt immer noch einen Wert hat. Denn ansonsten wäre es ja nicht so. Ja, klar. Aber es ist halt eben auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen können mit ihren Funkkanälen, die können halt haufenweise Müll in den Äther blasen. Sie werden ja dafür bezahlt. Ja. Also es ist ja nicht, dass die irgendwie um ihren Einnahmen oder um ihr Leben, also im Sinne von Lebensunterhalt finanzieren. Ja. Dass die um sowas fürchten müssten. Ja. Die haben ja null Konsequenzen, ob sich das nun 100.000 Leute ansehen oder nur 10 Leute. Ja. Das, ja. Aber es ist erstmal da und sie können es, und das machen sie auch immer so schön, sie können es ja untereinander, ja, guck dir doch mal dieses Video an, da wird ja das, was wir sagen, genau belegt. Das ist von Öffentlich-Rechtlichen. Also, die müssen es ja wissen, ja. Nach dem Motto. So funktioniert es halt auch mit den anderen Sachen. Da werden dann manche Sachen bei Wikipedia eingetragen. Da bedienen sich dann die Journalisten. Da steht ja so ein Wikipedia, dass, was weiß ich, Lauren Southern eine Rechtsextreme war, die auf Migranten mit Leuchtkugeln geschossen hat. Punkt. Also ist das halt so. Hm. Und dann steht das wieder in einem Artikel, der sich auf Wikipedia bezieht. Und so wird die Lüge immer weiter verbreitet. Und da ist es halt schwierig für unsere Seite da überhaupt reinzukommen. Oder gegen anzukommen vielmehr. Ja. Jo. Ja, das nächste? Das nächste, ja. Warte mal, Rip, Talkie. Achso, es ist nicht mehr im Chat, ne? Nee. Schicke ich dir nochmal. So what is a woman? Why do you ask that question? I just really like to know. What do you think the answer to that question is? Well, I'm asking. That's why I came to a college professor this is what you do. What other kinds of answers have you gotten? Uh,
a lot of like this where you're not answering, and I've gotten a lot of that. So I think it's interesting that you say that some of the people you've interviewed have been reluctant to answer it, and I think that has a lot to do with the questions that preceded it and the way that you've conducted yourself in the interview. How have I conducted myself? How do you think you've conducted yourself? You just really don't want to answer the questions, do you? I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies, which is what I do. You wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. But what are they identifying as? As a woman. But what is that? As a woman. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Mm-hmm. Because you're seeking what we would call in my field of work an essentialist definition of gender. I think it sounds like you would like me to give you a set of biological or cultural characteristics that are associated with one gender or the other. I'm not seeking any type of definition. I'm just seeking a definition. Yeah, and I gave you one. Ja, ups, hoppla. Ich mach mal wieder klein. Wobei, by the way, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen. Siehst du seine Bücher da hinten? Er ist zu blöd, die richtige Reihenfolge. Ach so, ist mir auch nicht aufgefallen. Nee. Ja, ist das nicht einfach herrlich, ein College-Professor, der ja auch entsprechend Gehalt, nehme ich mal an, bekommt, ne? Weigert sich stur, eine solch einfache Frage zu beantworten. Yep, und immer schön mit Gegenfragen und so weiter. Was ja der deutlichste Beweis dafür ist, dass er die Frage nicht beantworten will. Genau. Das nennt man ja Ausweichen. Und ich meine, so wie er redet, ich meine, es ist zwar auch schon fast ein Klischee, aber warum reden diese Leute immer so? Was denken Sie, was die Frage, was die Antwort auf die Frage ist, welche Sie mir gerade gestellt haben? Jupp. Ist herrlich, oder? Ja, und diese Leute werden auf Studenten losgelassen. Ja, wie gesagt, ich würde in der heutigen Zeit, ich meine, das erstreckt sich ja nicht nur auf dieses Fach Gender Studies, sondern auch allgemein auf die Universitäten. Ja, aber hauptsächlich die Sozialwissenschaften halt auch, aber eben halt auch Sprache und so weiter. Also ich bin ziemlich froh, dass ich scheinbar noch so die letzte Generation war, die noch vor Gendern da rausgekommen ist. Also du weißt ja, dass du heute zum Beispiel schon Leuten Punkte von der Klausur abziehen, wenn du nicht gegendert hast. Ja, oder? Ja. Und das geht gar nicht. Also das ist völlig indiskutabel. Ja, denke ich auch. Ich meine, mir haben sie auch mal in einem oder anderen Punkt abgezogen, weil ich eine absolute Sautlaue hatte und die Schwierigkeiten hatten, das zu lesen, was ich geschrieben habe. Na gut, das ist noch... Das ist verständlich. Das ist noch was anderes. Das ist noch was anderes. Also von daher kann ich echt sagen, dass ich Glück gehabt habe. Und ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, hatte ich vielleicht schon mal gesagt, Ernst Jünger wurde bei uns noch normal durchgenommen und nicht wie heute kritisch. Wir lesen Ernst Jünger kritisch. Einen der größten Autoren, den Deutschland je hatte. Ja. Aber hier wird ja lieber Günter Grass verehrt, der damals in der Hitlerjugend war. Ja, das kennen wir mal unter den Teppich. Das passt ja irgendwie nicht ins Bild, oder? Genau. Ja, weiter? Ach ja, muss ich dir nochmal schicken, ja. Well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. What do you define a woman as? An adult human female. And what does a female mean? How do you define a female? Someone with female reproductive organs. Okay. Someone who's, you know, here's the thing. When you're female, it goes right down to your bones, your DNA. So that's why if someone dies, we could dig up their bones 100 years from now. We have no idea what they believed in their head, but we can tell what sex they were because it's ingrained in every fiber of their being. Interesting. So I'm trying to understand. Your definition is that a woman is someone who is
female, you said, right? Correct. Gotcha. As a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you explained, as you just explained, maybe doesn't have the ability to reproduce. Well, maybe doesn't have those organs that you're talking about that are reproductive organs. I have answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not but myself. But you used the word. So what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right. So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people that who... That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Okay. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't, and so I'm trans women are women too. Okay. And you want to, hold on, tell me again. Trans you women are reduce, women. You, listen, you won't listen, even tell me you what wanna the word reduce, means though. So that's the problem. You want to reduce women, you want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, no. Our chromosomes, right? That's what you're what saying. You wanna is do that is that's what we're not what you want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood okay. And turn it into basically a costume that could be worn. We've got, when so we've, as a hey, it's, man, real funny. You're it's real funny. It's real funny what a when woman you're, should look yeah. Like. Right? So, man, you're literally saying this yeah. Is what a woman is. Yeah. Well, that, isn't that a little sexist? Because I am willing to define it, but you won't. Oh, wei. Ja, heute gibt es die geballte Ladung cringe, wie man heutzutage so sagt. Und das Gesicht von Tucker am Ende, das. Also, war mit drin, ja. Ja, gerade die Werbung für Tucker Carlson. Tucker kann immer so schön verwirrt gucken. Ja gut, ist aber in der heutigen Zeit aber auch nicht, ist ja. Aber in der heutigen Zeit auch nicht verwunderlich. Ja, stimmt allerdings. Ah ja, hier an der Seite sieht man es noch. Hier ist ah ja. Tucker. Ist ein Markenzeichen. Ja. Yep. Ja, ja gut, gehen wir das mal durch. Also das Thema ist ja im Prinzip wieder dasselbe. Ne? Jemand stellt eine einfache Frage, nämlich was ist eine Frau und es kommt keine Antwort. Mhm. Genau. Und das Erschreckende hier wiederum war natürlich auch das Applaudieren der Leute, ja. Als das eine Teil da sagte, von wegen Transfrauen seien auch Frauen. Stellt sich für mich die Frage, wenn Transfrauen auch Frauen sind, wozu benutzt man dann überhaupt den Ausdruck trans, wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Frauen und Transfrauen? Eben. Aber da befinden wir uns ja auch wieder im Bereich der Logik und da hört es ja auf. Ja, da, im Deutschen sind wir da noch schlimmer dran. Ich weiß nicht, hast du die letzte Honigwabe gesehen? Den Beitrag von Shlomo zum Dunklen Parabelritter? Ja, habe ich, aber hilf mir mal auf die Sprünge. Naja, der wollte ja auch schon wieder mit dieser unsäglichen Begründung ankommen, von wegen, ja, im Englischen wird ja zwischen Sex und Gender unterschieden und wir im Deutschen machen das ja nicht. Er wollte halt aufs Sprachliche kommen, dass wir hier ja auch, dass da ja Unterschiede gibt, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Ja, das ist auch das beste Argument ever, dass es in einer anderen Sprache ein bisschen anders gemeint ist, ja. Aber es bleibt trotzdem dabei, es gibt bei Menschen exakt zwei Geschlechter. Ende. Ja. Und solange es keine, wie hieß der Film damals mit Arnold? Junior, glaube ich, oder? Wo er als Mann schwanger wurde. Ja, damals war es ja noch als Witz gemeint. Ja. Das war der Film mit Schwarzenegger und Danny DeVito, oder? Ich glaube. Nee, mit Danny DeVito, das war Zwilling. Ach ja, da war Zwilling mit Danny DeVito. Nee, dann war das der andere. Aber ja, ich meine, das war 90er, da war das ein Joke. Wenn heute würde so ein Film noch nicht mal mehr in Produktion kommen, weil sobald du irgendwen in Hollywood dieses Drehbuch vorlegst, sagen die, oh nee, das können wir nicht machen, da könnten sich Transen oder sonst irgendwer dann beleidigt fühlen oder ähnliches, um Gottes Willen. Wir können doch keine Witze über die machen. Ja, mittlerweile darf man ja nicht mal mehr Transen sagen. Ja, stimmt. Ja, ich nenne sie ja immer Transformers. Ach so, ja, okay, vielleicht ist das ja noch im grünen Bereich. Ich kenne mich da nicht aus. Tja. Ja, aber wobei, die Transformers sind glaubwürdiger. Also ich kann eher glauben, dass so ein 10 Meter hoher Roboter sich in ein Auto verwandeln kann, als
dass ein biologischer Mann oder sich in eine biologische Frau verwandeln kann. Von daher. Ja, also das Thema ist, wie wir sehen, an der Stelle immer dasselbe. Ne, das haben diese Clips jetzt gezeigt. Ja, es wiederholt sich halt dann doch ständig. Ja. Und der Film von Matt Walsh hat ja auch seine Witzigkeit genau daraus, dass diese Leute es einfach nicht merken, was für Blödsinn sie da haben. Ja. Und dass er bei der ganzen Sache halt wirklich so cool und trocken bleibt. Ja, das war ein echter Erfolg, diese Doku. Ja, ja, die ist, und das hat natürlich dem linken Establishment überhaupt nicht gepasst. Aber ich sag ja so langsam, was die ganzen Dokus und so weiter angeht, da wird unsere Seite immer besser. Und ich meine, er ist ja auch Daily Wire, meine ich. Weil die fangen ja momentan auch an, hier unterhaltungstechnisch, also geskriptete Unterhaltung wie Kinofilme und so weiter zu machen. Ja, ja. Und der neue Western da soll wohl ganz gut sein, was man so hört. Zwar nicht perfekt, aber man darf ja auch nicht vergessen, die fangen gerade erst an. Die müssen, und heutzutage kann man ja schon froh sein, wenn man als Anführungszeichen Gegner Hollywood sieht, dass überhaupt irgendwer ein bisschen Kohle zusammenkriegt und irgendwas Non-Wokes produziert für die Leute. Ja, und man sieht ja auch, dass diese ganzen Woke-Produktionen reihenweise floppen. Und das heißt, dieser Ausspruch Get Woke, Go Broke, der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ja, aktueller Stand von Disney. Die Aktien sind doch irgendwie jetzt bei unter $100. Der letzte Stand war irgendwie 93 oder 94. Ja. Und die Investoren und Aktionäre sind momentan not amused. Ja, wie tief muss der Kurs noch fallen, bevor irgendwem auffällt, dass dieser Kurs nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ja. Weil normalerweise müssten die Aktionäre ja eigentlich sagen, hey Leute, geht mal wieder zurück auf die Normalität. Hm. Produziert doch bitte mal das, was die Mehrheit der Leute auch sehen will. Und da ist ein Problem vom konservativen Lager. Ja, die Konservativen fordern eigentlich zu wenig. Die sagen eigentlich nur, okay, wir möchten wieder zurück zur Normalität. Mhm. Aber nicht mehr. Während die Linken, alles wollen. Ja, stimmt. Das ist ja auch ist das nicht der Wahlspruch der AfD auch aktuell? Von wegen Deutschland, aber normal. Aber normal, ja. Also einfach zurück zur Normalität, ja. Das ist richtig. Ja. Das Problem ist aber, die wesentlichen Institutionen sind aktuell in den Händen der Linken. Ja. Der lange Marsch durch die Institutionen, da haben wir es. Genau das. Die haben halt genau das durchgeführt über die Jahre seit den, wann war es? 68. 68, die magische Zahl. Ja, genau. Und seitdem, die ganzen, und wie Jordan Peterson es damals auch schon mal so schön gesagt hat, ich glaube, es war bei Joe Rogan, wir sind immer einen kleinen Schritt weitergegangen, so nach dem Motto, ja, ach, das können wir ja machen, das ist ja nicht schlimm, das ist ja in Ordnung. Lass uns das auch noch machen und das und das. Und plötzlich stehen wir an einem ganz anderen Punkt und fragen uns, wie sind wir überhaupt hierher gekommen? In diesem einen Radio-Interview? Meinst du? Ich meine, das war vor ein paar Jahren bei Joe Rogan, also vor seiner Krankheit auch noch. Ja. Also vor Petersens Krankheit auch noch, das ist schon eine Weile her. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Wo er halt sagte von wegen, immer, weil das war ja die Taktik von der linken Seite zu Anfang, immer so kleine Schritte. Die Salami-Taktik. Ja, genau. Nichts Großartiges und völlig Weltfremdes fordern, sondern immer nur so kleiner Schritt, kleiner Schritt, kleiner Schritt. Und die Gesellschaft ist immer als solches mitgegangen, so nach dem Motto, ja, warum nicht? Und wir sind ja offen und tolerant und bla. Und bunt. Und, genau. Und irgendwann steht man plötzlich an der Stelle und fragt sich, hey, Moment mal, ich war doch mal da hinten, wie komme ich jetzt hier hin? Ja, ja. Ist klar. Und aber inzwischen muss ich aber auch sagen, seit 2015 haben die Linken aber richtig nochmal am Geschwindigkeitsknopf gedreht. Hm. Also diese Salamitaktik, dieses wenig in kleinen Schritten ist seitdem ja gar nicht mehr. Hm. Spätestens seit Brexit und Trump, da sind die ja völlig ausgetickt. Hm. Und das zieht sich ja bis heute immer weiter. Hm. Und die wissen ja auch genau, weil ich hatte auch neulich so ein
Bericht gelesen, dass Biden ja jetzt innerhalb kürzester Zeit so viel kaputt gemacht in Amerika, dass die Leute ihr eigenes Land nicht wiedererkennen. Wo ich mir auch gesagt habe, ja, ist ja klar. Der weiß halt, beziehungsweise seine Händler, wer auch immer da die Fäden zieht. Ich meine, dass Biden nicht selber derjenige ist, der der große Mastermind ist, das wissen wir alle. Ich meine, der kann froh sein, wenn er weiß, in welchem Ort er ist. Ja, wollte gerade sagen, man betrachte nur seinen geistigen Zustand. Also. Eben. da sage ich halt auch immer, die wissen halt, ab November weht ein anderer Wind. Hm. Und wenn sie Amerika kaputt machen wollen, müssen sie es jetzt halt bis dahin schaffen. Hm. Wirtschaftlich und so weiter und so weiter. Ja, ja. Wobei ich aber nicht glaube, dass sie es schaffen werden, weil im Gegensatz zu uns hast du da halt wirklich die Bevölkerung 50-50 gespalten gehabt. Hm. Gehabt, wohlgemerkt. Wobei das Pendel dort gerade sehr heftig Richtung Trump und Republikaner zurückschwenkt. Gerade eben durch die letzte Zeit mit dem Grooming durch Disney und dem ganzen anderen Buchstaben so viel Kram. Ja, ja. Weil du kannst vieles machen, aber in dem Moment, wo du als Staat den Amerikanern sagst, deine Kinder gehören dir nicht, beziehungsweise wir als Staat bestimmen, was wir deinen Kindern beibringen, spätestens da hast du verloren. Hm. Das war's dann. Und das wissen die halt auch, dass spätestens im November werden sie mit einem republikanischen Kongress mindestens zu tun haben, wenn nicht sogar mit einem republikanischen Senat. Klopf auf Holz. Und dann ist halt die komplette Biden-Agenda durch. Ich bin gespannt. Toi, toi, toi. Erstmal dahin kommen. Ich meine, das sind immerhin noch 5 Monate. Ja, in 5 Monaten kann noch viel passieren. Ja, eben. Wobei ich mich ja neulich beömmelt habe, als Biden Zelensky den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Was meinst du? Ja, er hat doch neulich die Ukraine so, ach egal, kümmern wir uns nicht, das ist nicht so wichtig. Also, er klang dann nicht mehr so wie jemand, der halt die Ukraine hundertprozentig unterstützt, was ja bei uns quasi ja schon fast Religion geworden ist. Ja, das kam bei vielen wahrscheinlich auch nicht gut an. Ja, ja. Das sind halt wieder so manche Momente, wo er dann off-Skript ist, sozusagen. Das ist halt das Problem, wenn du jemanden, der senil ist, vor einer Kamera mit einem Mikro stellst. Er ist halt eine Was-passiert-dann-Maschine. Du weißt nie, was dabei rauskommt. Manchmal weiß er es ja selber nicht. Was. Das sollte aber eigentlich allen Beteiligten klar sein, und zwar von vornherein. Also da braucht keiner sagen, dass das überraschend ist. Ja, eigentlich schon. Gerade aktuell wurde doch hier AOC, AOC sagt ihr was? Ja. Ocasio-Cortez, ja. Genau, ja. Und wurde die Frage gestellt von wegen, ja, 2024 wieder Biden. Und sie hat sich da ähnlich rausgewunden, wie hier die Leute hier auf die Frage, was ist eine Frau? Mhm. Also sie, ich meine, das wäre ja eigentlich eine einfache Ja oder Nein. Ja. Ja, ich bin für Biden oder nein, ich will, dass wer anders rankommt. Die klassische Politikerkrankheit eben. Ja, ja, aber sie hat sich halt rausgefunden, so erstmal müssen wir jetzt die Midterms überstehen und gucken, wie die ausgehen, und das hat noch so lange Zeit und gucken wir mal. Hm. Wirklich dieses, ich leg mich nicht fest. Ja, aber die wissen halt auch, dass sie Biden nicht nochmal. Er hat ja gerade, was die Umfragewerte angeht, hat er ja sogar schon die Soft-Decke nach unten durchbrochen von um die 30%. Hm. Und die hat er ja auch nur, weil die Medien ihnen ja Schützenhilfe geben. Ja, ja. Was bei Trump ja nie der Fall war, eher im Gegenteil. Wenn die Medien Trump Schützenhilfe gegeben hätten, wäre er bei 70% mindestens an Beliebtheit gewesen. Hm. Ja, darin zeigt sich mal wieder, eigentlich liegt die Macht im Staat in den Händen der Medien, beziehungsweise von denen, die Medien kontrollieren. Ja. Ja. Und aktuell sind ja auch zum Beispiel sowohl die Schwarzen als auch die Latinos auch absolut von den Demokraten abgerückt. Und trauern Trump hinterher sozusagen. Hm. Und wir möchten, dass es wieder so wird wie unter Trump, die Wirtschaft und alles. Ja. Und
Das habe ich halt auch früher schon gesagt, dass das ein Fehler ist in Amiland, dass die Demokraten denken, haha, wir holen uns viele Mexikaner, Latinos und Schwarze rein, die werden dann für uns stimmen, hm, weil es sind ja Minderheiten und so weiter. Die vergessen dabei halt immer, dass diese, sowohl die Schwarzen als auch gerade die Mexikaner, Latinos, halt sehr stark auf das klassische Familienbild stehen, hm, und dass sie religiös sind und alles. Also quasi gegen alles stehen, für das die heutigen Demokraten sind. Mhm. Von daher war klar, dass die dann irgendwann sagen, ja, nee, danke, wir wollen hier keine LGBT-bunte mhm, Regenbogenwelt. Wir, ja, wollen klassische Familie, Vater, Mutter, Kind. Ja. Und bitte auch dafür Politik, dass dafür auch Politik gemacht wird. Ja, das heißt, die Idee mit Grenzen öffnen, dann Wahlrecht geben zu unseren Gunsten, das ging so nicht auf? Nee, in Amiland langfristig wird das so nicht funktionieren. Hm. Also gerade eben nicht, weil die Leute, die sie reinholen, also wenn wir jetzt wirklich von den legalen Familien und so weiter reden, die sind halt wirklich sehr konservativ, ja, was ihre Werte angeht. Hm. Also Kernfamilie und das alles. Hm. Und die kannst du mit den Sachen, die die Dems heute propagieren, nicht kriegen. Im, hm, Gegenteil, damit verscheuchst du sie nur. Hm. Es gibt ja auch einen recht starken Unterschied zwischen Urban und Rural in den USA. Also die, die in den Großstädten leben, wählen bevorzugt Demokraten und die in ländlichen Regionen leben, wählen bevorzugt republikanisch. Ja, das hast du hier aber in Deutschland inzwischen auch. Also wir haben zwar mehr Parteien zur Auswahl, aber dass hier die Großstädte, ich meine Hauptstadt Slum Berlin und so weiter, Köln, dass die halt sehr stark links geprägt sind und die ländlichen Bereiche wie Thüringen und Co., dass da dann doch die AfD dann mal bessere Werte hat, mhm, kann man hier ja auch beobachten. Mhm. Wobei für Amiland kann ich tatsächlich auch da schon wieder positive Entwicklungen geben. Ich meine, wenn sie jetzt, ist ja gerade passiert, wenn sie schon in San Francisco, ich meine, linker als San Francisco geht ja schon fast gar nicht mehr. Liegt ja in Kalifornien, also ja. Ja, genau. Wenn sie da schon ihren Attorney General recallen, also vom Amt zurückholen sozusagen, weil der halt zu viel Verbrechen und alles einfach durchgehen lassen hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut bist du informiert, dass sie quasi in San Francisco durftest du ja bis zu 900 Euro im Dollar de facto im Wert, durftest du klauen in Läden. De facto legalisiertes Stehlen, ja, habe ich mitbekommen. Genau. Und das ist dann ja auch überall passiert. Ich meine, come on, das würde uns einer doch auch machen. Ja, ein Siegerstaat, also in dem Fall Kalifornien, erkennt man immer daran, dass Verbrechen jetzt bekämpft wird, indem man es legal macht. Genau. So ungefähr. Und der Attorney General, der wurde jetzt halt recalled, also seines Amtes enthoben. Und da wird jetzt quasi demnächst neu gewählt, weil das selbst den Linken zu weit ging. Und einen ähnlichen Fall gab es auch in L.A., ist ähnlich gelagert. Und wenn selbst schon diese linken Hochburgen anfangen, okay, das ist vielleicht alles zu weit gegangen, was wir hier machen, so wollten wir das nun auch wieder nicht haben. Hm. Also ich sage jetzt nicht, dass die jetzt demnächst Republikaner wählen oder sowas, aber zumindest sehen da auch schon viele auf der linken Seite, hey, Moment mal, that's not what we wanted. Hm. Und das kann ja immer zumindest dazu führen, dass sie nächstes Mal nicht ihr Kreuz bei den völlig Durchgeknallten machen. Hm. Ja, wie viel wird dafür noch notwendig sein? Ne? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Hm. Weil es ist ja auch so ein bisschen die sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil dadurch, dass an den Unis und Schulen den Leuten natürlich die linke Ideologie eingetrichtert wird, ziehst du ja quasi eine neue Generation ran, die schon so denkt. Das ist natürlich auch nicht positiv. Ja, da haben wir es wieder, die Denkweise von Kindern ist halt noch formbar. Ja, das heißt, wenn eine politische Partei oder meinetwegen auch eine Kirche oder so, ne, möglichst viel an Anhängerschaft gewinnen bzw. beibehalten will, dann heißt das Motto, ja, schnappst du dir, solange sie jung sind. Ja, genau. Ja. Ja.
Deswegen war ich meine, du weißt ja, ich komme ja aus der Atheismus-Szene ursprünglich. Deswegen war ja mein Ansatz auch immer, was Religion angeht, so nach dem Motto, man sollte den Kindern erstmal sämtliche Religionen und auch Atheismus und so weiter erklären. Und wenn die dann soweit sind, dass sie halt vom Verstand und von allen her selber entscheiden können, dann sollen sie halt selber entscheiden, wollen sie Religion X, Y, Z und oder gar keine und ihnen nicht schon Religion A, was auch immer Religion A für die jeweiligen Eltern ist, gleich von klein auf einbläuen. Das ist halt meiner Ansicht nach der falsche Weg. Ja, ja, aber das passiert halt de facto nicht, dass ja, man die Kids erst unbeeinflusst von Religion aufwachsen lässt. Ja, eben, das ist ja das Traurige. Und deswegen, und genau das ist es halt, deswegen kriegst du halt viele auch aus dem Religionskrams nicht mehr raus, weil sie es halt schon von frühester Kindheit, weil sie damit geprägt sind. Ja. Und dasselbe kannst du jetzt eben analog auch mit den ganzen, mit der ganzen linken Indoktrination. Es ist halt das Gleiche. Wenn du es von klein auf reingedrückt kriegst, gerade weil eben, ich sehe Kinder immer so als, hier fast gesagt, eine leere Festplatte. Ja. Und alles, was man ihnen sagt, erklärt, beibringt, das wird halt quasi auf die Festplatte geschrieben, ja, sozusagen. Ja, ein unbeschriebenes Blatt oder ja, formbar. Ja, ja, genau. Formbar wie Lehm, ja. Und deswegen ist mein Ansatz bei Kindern eben immer gewesen, ihnen so viel Freiheit wie möglich zu geben, im Sinne von, bringt ihnen, wenn, dann möglichst alles, weil aber natürlich altersgerecht, logischerweise. Nicht Vierjährigen irgendwas über Gay Sex oder sonst irgendwas erzählen, das können sie irgendwann machen, wenn sie selbst schon sexuell entwickelt sind, im Sinne von 13, 14, 15. Aber nicht so freizügig, dass sie ihren eigenen Namen und ihr eigenes Geschlecht auswählen sollen, so wie Noah oder Nora, hast du das gesehen? Nein. Das ist auch aus meinem letzten oder vorletzten Video. Ach, du meinst das lange Video, was du gemacht hast, ja, mit dem die Reporter oder doch, ja, von den Reportern, genau. Ich hatte nur den Namen nicht mehr. Also, ich hatte mir Nora oder Noah, das habe ich mir nicht gemerkt. Welche Pronomen präferierst du, vierjähriges Kind? Ja, stimmt. Weil ein vierjähriges Kind auch präferieren. Ja, oder Pronomen, ja. Ja. Hat ja voll ein Konzept davon. Jupp. Das ist so Abteilung Paulanergarten, ja, was man ja so öfter auf Twitter und Facebook und so weiter liest, von wegen, ja, mein Sechsjähriger hat neulich das und das zu mir gesagt. Ja, genau, sicherlich hat er das. Und vor allem, und ohne, dass die Eltern darauf Einfluss genommen haben, vor allem. Ja, genau. Dann kommt irgend so eine politische Analyse, wo du denkst, okay, sicherlich hat das ein Sechsjähriger gesagt. Ja. Ja, wie gesagt, in Amiland, da hast du jetzt noch den Vorteil, da darfst du Homeschooling machen. Würde ich in der heutigen Zeit auch. Ja, darf man hier? Ich denke, in Deutschland darf man nicht. Nee, in Deutschland darf man nicht. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, sage ich mal so. Ja, ich auch. Beziehungsweise, ich habe ja nur im Bekanntenkreis einige mit Kindern, bei denen die Frage Richtung Schule demnächst halt aufkommt, so Grundschule. Und die sind halt quasi auch, ich hätte es gesagt, also die Eltern in unserer Bubble, um es so zu formulieren. Und die sagen sich halt auch, ja, ich möchte mein Kind eigentlich gar nicht in die Schule schicken, weil wer weiß, was es dabei gebracht kriegt. Ich muss quasi meinem eigenen Kind dann den ganzen Quatsch wieder abtrainieren, sozusagen. Ja, ja. Und das kann bei uns ja auch noch viel schlimmer werden, so in Richtung, wenn dann die Lehrer, die ja meistens auch sehr linksideologisch gepolt sind, wenn die dann merken, dass das Kind halt nicht mitzieht und den ganzen Quatsch nicht mitmacht, weil die Eltern halt zu großen Einfluss haben, dass die sich dann über das Kind beschweren, beziehungsweise über die Eltern, und das kann dann Richtung Jugendamt und ähnliche Geschichten gehen, dass einem die Kinder vielleicht sogar weggenommen werden. Man weiß es ja nicht. Also ausschließen würde ich heutzutage gar nichts mehr. Hierzulande. Ich meine, wenn wir eine Innenministerin haben, die trotz gegenteiliger Fakten behauptet, der Rechtsextremismus ist das größte Problem hierzulande,
und war sie nicht selber auch noch pro Antifa? Hatte sie nicht sich nicht vor Amtsantritt noch irgendwo mit Antifa ablichten lassen? Irgendwas gab es doch da mal. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber... Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe die Zahlen, wie das mit Extremismus in Deutschland aussieht, im Kopf. Und ja, das passt mal so gar nicht zur Realität. Ja, eben. Und wenn man dann auch noch bedenkt, was bei uns alles als Rechtsextremismus reingerechnet wird. Ich meine, wenn da so ein antisemitischer Islamisten-Aufstand-Demo da kommt, das wird dann ja auch als Rechtsextremismus gezählt. Ja, das heißt, das, was in die Statistik als Rechtsextremismus eingeht, ist ja gar nicht das, was sich die meisten darunter vorstellen würden. Das ist ja das nächste Problem. Ja, eben. Zum Beispiel werden, was weiß ich, wenn jetzt irgendwelche Antifanten bei Höcke zu Hause ein paar Hakenkreuze an seine Hauswand schmieren, dann zählt das als rechtes Verbrechen, weil es sind Hakenkreuze. Ja. Dann ist unwichtig, ob das von den Linken oder... Weitere Fragen werden da gar nicht gestellt, ja. Ja, eben. Hakenkreuze an der Wand, rechts, Punkt. Und schon ist es eine rechte Statistik. Aber ich meine, wir erinnern uns an Thilo Jung, wie war das? Die DDR war rechts. Hm. Ja, das war auch der Knaller. Hm. Also, naja, wenn man jetzt diese Logik weiterverfolgt, also wenn die DDR rechts war, dann ist Rechtsextremismus tatsächlich unser Hauptproblem. Wenn man jetzt quasi alles umdefiniert. Ja. Aber so meinen sie es natürlich nicht. Nee, ist klar, wie sie es meinen. Es werden halt Begriffe umdefiniert, sodass sie ins eigene Narrativ passen. Mhm. Apropos, was hältst du eigentlich von dem neuen Orwellschen, dem neuesten Orwellschen Begriff? Hm? Dem neuesten? Der neueste Orwellsche Begriff, Post-Wachs-Syndrom. Ach, Post-Wachs-Syndrom. Ich habe mich jetzt gefragt, was du meintest, weil neueste Orwellsche Begriffe, da gibt's ja schon mehrere, oder? Ja, hast du vorher schon irgendwas vom Post-Wachs-Syndrom gehört? Post-Wachs-Syndrom also nicht, absolut neu. Nee, ist für mich neu. Ja, und was soll ich sagen? Klingt für mich auch nach Neusprech. Ja, ist es ja auch. Weil, und warum? Sie wollen halt nicht zugeben, dass es Impfschäden oder Impfnebenwirkungen sind. Weil das würde ja bedeuten, dass sie die ganze Zeit gelogen haben. Also haben sie ja, aber... Aber das darf man sich ja nicht eingestehen. Ja, eben. Also mussten sich da wieder irgendwelche findigen PR-Leute hinsetzen und für teuer Geld überlegen, wie können wir es denn jetzt nennen? Wie können wir es denn jetzt nennen, damit wir nicht von Impfschäden oder Impfnebenwirkungen reden müssen? Oh, Post-Wachs-Syndrom hat auch noch den Vorteil, die Leute, die kein Englisch können, können mit dem Begriff dann eh nichts anfangen. naja. Aber... Es sind halt einfach Impfschäden und Impfnebenwirkungen. Mhm. Und die inzwischen so zugenommen haben, dass sie es nun einfach nicht mehr unter den Tisch kehren können. Ich glaube, das wurde sogar jetzt im ÖR so gesagt, oder? Ja, MDR hat irgendwann mal einen Beitrag drüber gemacht. Ja, dass es diese Schäden gibt, ja. Ja. Also irgendwann lässt es sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Ja, aber sie geben es halt immer noch nicht zu und es gibt immer noch keine Konsequenzen. Das ist halt das Problem. Ja, ja. Stattdessen hört man Kasperköppe wie Lanz, die dann behaupten, von wegen Maskenverweigern sei ein Fetisch. Also wo auch schon wieder die komplette Umkehr der Tatsachen. Maskenverweigern sei ein Fetisch, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Genau. Das ist wie immer komplette Verdrehung der Tatsachen. Ja. Zählt das als satanische Umkehrung oder bin ich da auf dem falschen Dampfer mit dem Begriff? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe den Begriff auch schon mal gehört. Also man könnte mit dem, was die Linken heute so treiben, da könnte man ziemlich viel unter satanische Umkehrung. Ja. sagte der Devil. sagte der denkende Teufel, ja. Das passt ja. Ja, aber es ist... Und hast du... Wo war es? Kirgistan? Kirgisistan und Vietnam. Die haben doch beide ihren Gesundheitsminister erstmal verhaftet, jeweils. Hast du das mitgekriegt? Andere Länder, andere Sitten. Mitgekriegt? Nee, hilf mir mal. Also Kirgisistan, die haben ihn halt verhaftet. Lobbyismus halt. Weil er halt zu viel Impfdosen und alles bestellt hat und das alles da irgendwie und sich daran irgendwie selber bereichert hat. Und Vietnam quasi das gleiche in Gelb. Ja, andere Länder, andere Sitten.
Ja, aber du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass wir das in nächster Zeit hier in Deutschland sehen, dass hier jemand Herrn Lauterbach mal in die Gummizelle verfrachtet, in die er gehört. Nee, würde ich nicht drauf wetten. Also von daher. Aber es zeigt halt, es ist eben nicht weltweit gleich. Also es gibt halt noch Länder, die, so, auch wenn es mit Verspätung ist, so langsam anfangen zu durchschauen, was hier gelaufen ist. Ja. Ich meine, auch die Polen, die haben ja schon gesagt, wir nehmen, wir kaufen keine neuen Impfdosen mehr. Mhm. Und die WHO ist ja auch gescheitert mit ihrem Vorhaben. Die wollten doch irgendwie so, dass die WHO quasi bei künftigen Pandemien die Gesetze der jeweiligen Länder aushebelt, sondern dass alle auf die WHO hören müssen, auf deren Maßnahmen. Und die sind ja auch nur deswegen daran gescheitert, weil Brasilien und Afrika, die afrikanischen Länder alle gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir geben doch nicht unsere Souveränität her. Die vermeintlich gebildete westliche Zivilisation, die waren alle dafür gewesen. Ja, vermeintlich gebildet haben wir ja vorhin gesehen, ne, bei dem Clip mit Matt Walsh in Afrika, also... Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also die Maasai, die... Die sind halt basiert und rot gepillt, wie man heutzutage sagen würde. Ich wollte gerade sagen, based. Ja, die sind echt based. Vor allen Dingen, wie verwirrt sie geguckt haben, so, hä, was? Non-binär? Wovon redet der Mann? Ja, hätte ich mich schon zusammenreißen müssen an Mats Stelle, das durchzuziehen. Und ich sage ja jetzt in letzter Zeit auch immer öfter, wenn ich die Wahl habe zwischen Wokismus und Kalifat, gebt mir das Kalifat. Was ja übrigens auch einer der grundsätzlichen Widersprüche unserer Politik hier ist. Auf der einen Seite wollen wir den absoluten Wokismus, auf der anderen Seite holen wir uns aber Leute ins Land, die damit überhaupt nicht kompatibel sind. Das ist schizophren. Das ist was für Leute, die tragen T-Shirt. Auf der einen Seite steht, ich bin Schizo und auf der anderen ich auch. Ja, genau. So einen Fall haben wir hier. Aha. Und naja. Ja. Ja, wollen wir noch den Danisch machen? Ja, ja. Da musst du mir nochmal den Link schicken, bitte. Ach ja, stimmt ja. Wir hatten ja vorhin einen kleinen Crash. Wo war er denn? Kann sich wieder nur um Stunden handeln. Ah, da ist er. Ah, zack. Copy. Okay, dann mache ich hier mal den zu. Pack ihn erstmal hier in den Chat. So, ich hoffe, das klappt jetzt, aber müsste es eigentlich. Packe ihn jetzt hier rein und mache jetzt wieder die neue Freigabe. Wo war denn die Freigabe? Da, Share Screen. Ja, genau. Chrome Tab, Danisch, teilen. So, siehst du ihn? Jetzt ja. Und zwar ist er von... Letzte Woche, der hat er quasi eingestellt, gerade als wir mit unserem letzten Gespräch letzte Woche fertig waren. Ja, passt ja. Ist ja eine ganz gute Überleitung. Ja. Und zwar geht es hier um das alte, leidige Thema, wo wir auch schon wieder ein bisschen bei Thilo Jung sind. So, was ist eigentlich rechts und was ist eigentlich links? Und ich habe ja früher schon in der Schule gesagt, wenn da steht Nationalsozialisten, dann werden es wohl Sozialisten gewesen sein. Sonst würde das nicht im Namen ihrer Partei stehen. Aber an der Stelle würde jetzt gleich ein Linker ankommen und sagen, ja, das war ja kein echter Sozialismus. Ja, ja, die Linken, das ist ja auch so ein Punkt, warum es Nazi ist, weil in der Abkürzung Nazi ist von Sozialismus ja nichts zu sehen. Ja. Eigentlich müssten es Nasos sein, Also, wenn man es abkürzen will. Ja. Weil die Linken haben sich natürlich immer nur auf den Nationalismus beschränkt und das sei ja quasi eine urtümlich rechte Ideologie, Nationalismus. Ja, und den Sozialismus negativ zu framen, das passt ja nicht so gut in das Narrativ.
Eben. Und da gibt es jetzt gerade eben ganz aktuell, das hat der gute Hadanusch gerade letzte Woche entdeckt und deswegen diesen Artikel geschrieben. Und sie waren doch Sozialisten. Schreibt hier gerade, ich hatte schon ein paar Mal im Blog geschrieben, dass die Nationalsozialisten Sozialisten waren, wie der Name schon sagt. Jedes Mal bekomme ich böse, empörte Zuschriften. Was für ein Unfug, was für ein Unsinn das wäre. Niemals hätten die Nationalsozialisten irgendwas mit Sozialismus zu tun gehabt. Sei ja das Gegenteil, weil Ungleichheit und so weiter. Mhm. Also quasi das, was du ja auch eben sagtest. Mhm. Das ist der Unechte. Genau. Stinkt mal wieder nach Doppelbegriff für dieselbe Sache. Einer positiv, einer negativ konnotiert. Ja, genau das. Passt es gerade, nennt man es Sozialismus. Passt es einmal nicht, nennt man es Nationalsozialismus. Und dann ist man damit auch schon wieder ziemlich nah am Historikerstreit. Ernst Nolte versus Jürgen Habermas. Sagt dir der Historikerstreit was? Nee, hilf mir mal. Also der Nolte hat damals halt wirklich gesagt, ja, die Nationalsozialisten waren halt links. Also es war halt hauptsächlich sozialistisch. Und wurde halt dann von der Mehrheit der Historiker entsprechend damals schon, ich hätte fast gesagt, Cancel Culture mäßig. Und das war halt, wann war es, 60er, 70er Jahre irgendwann in dem Dreh. Wurde er dann halt schon quasi aus der ganzen Historiker-Community ausgeschlossen. So, was fällt ihm ein, sowas überhaupt zu sagen? Und Habermas stand halt auf der anderen Seite. Und die hatten sich halt damals öffentlich sehr gut Argumente, aber immerhin, damals gab es dann noch diese argumentativen Streitgespräche. Sowas hättest du ja heute gar nicht mehr. Würde sowas heute passieren, da würde Ernst Nolte bei keinem mehr eingeladen werden. Hm. Ich meine, aktueller Stand ist, war doch vor ein paar Wochen irgendwie, in diesem Jahr hatten die Öffentlich-Rechtlichen nicht einen AfDler in ihren Talkshows. Hm. Hm. So viel zum Thema objektiv, neutral und Vor allem ausgewogen, ja. Ja, genau. naja, das war halt eben der Historikerstreit, dass es tatsächlich einen namhaften Historiker gab damals, diesen Ernst Nolte, der halt wirklich sagte, ja, ging in die linke Seite und nicht in die rechte. Und der eben auch sagte, es gab halt Gründe für die, also dass Hitler damals Polen angegriffen hat und solche Sachen, dass er es nicht einfach so aus, och, was mache ich heute? Heute marschiere ich mal in Polen ein. Mhm. So funktioniert halt Strategie und alles nicht. Also ja. Er wird für sich schon Gründe gehabt haben. Inwieweit die relevant waren, das ist eine ganz andere Frage. Da kann man ja, aber er ist nicht einfach so von heute auf morgen, ach. Solche Dinge passieren niemals ohne Plan. Ja, eben. Es ist dasselbe wie mit Putin und Ukraine. Hm, der hat ja jetzt auch nicht gesagt, ach, mir ist langweilig, greife ich mal die Ukraine an. aber naja, Historikerstreit, genau. Würde ich ja auch empfehlen, auch unseren künftigen Hörern, sich selber mal mit zu beschäftigen, also wenn Zeit ist, und sich wirklich Ernst Nolte mal anzuhören. Ja. Gibt ja noch einige Interviews mit ihm, ich glaube sogar auch auf YouTube, natürlich nicht mehr in bester Qualität, aber lohnt sich jedenfalls. Ja, Historikerstreit ist notiert. Und das wär's auch schon wieder für diesen Teil meiner Interviewserie Interview mit dem Teufel. Wir sehen uns demnächst. Avocado over and out.